Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Mods und Co. Ja, wir sind in Folge 790 und auch die heutige Folge ist für die Nutzer der Xbox One und der PlayStation 4 gedacht, also auch die Consoleros sozusagen, haben diese Mods oder können diese Mods bekommen vielmehr. So, wir fangen an mit einem John Deere. Ein John Deere, der läuft als Flug, ist der John Deere 2410. Hier steht er auch, man sieht auch schön hier mit schönen kleinen Warntafelchen und den passenden Verschraubungen und auch hier die ganzen John Deere Logos und auch hier die ganzen Tafeln, alles was so untergebracht ist. Man sieht hier die metallischen Sachen, sehen alle sehr gut und passen aus. Überall aktuelle Texturen. Das ist doch mal ganz ordentlich, würde ich sagen, vom Aussehen her schon mal. Ich hüpfe mal eine Runde rein und wir falten ihn mal auseinander. Da haben wir das gute Stück. Er ist jetzt angegeben, ich mache den Motor schon mal an, er ist jetzt angegeben mit einer Arbeitsweite, sondern ist er schon, aber er ist angegeben mit einer PS-Zahl von 200, was dann natürlich dann eher etwas niedrig vorkommt, dafür, dass es hier ein Flugsystem sein soll. Ihr seht selber, es bringt die Flugtexturen und der 69 hier hat da gar kein Problem mit. Ich mache das Ganze mal wieder aus, so. Ne, hier an den Rädern sieht man auch ganz leichte Verschmutzungsgrade schon, also das funktioniert dementsprechend auch. Man sieht hierbei nach dem Auseinanderfalten schön überall die passenden Anschlüsse gesetzt, also das hat eindeutig schon mal was. Ich weiß jetzt nicht, wie realistisch die 200 PS dementsprechend sind, das könnt ihr mir dann besser erzählen wie alle anderen wahrscheinlich, weil ihr bestimmt eine Ahnung davon habt. Wir finden ihn auf jeden Fall unter Flüge, da seht ihr es, ne? 2410 blau. 55.000 kostet er, braucht halt nur 200 PS, ich rede schon Blödsinn, bei 12 Meter Arbeitsbreite, so muss man sehen. Wenn man sich andere Varianten anguckt, hier sind wir bei 4,90 Meter, okay, das hier ist jetzt andere Scharen, ne, klar, aber ich sag mal sonst im Verhältnis gesehen, ist das natürlich relativ wenig, ne? Wahrscheinlich ist es auch eher, vielleicht eher so eine Mischung aus Grubber und Flug oder mehr so ein Tiefenlockerer, der halt die Flugtextur dann bringt, aber wie gesagt, wenn ihr da mehr Infos zu habt, bringt das lieben gerne in den Kommentarbereich. Ich gehe nochmal drauf, weil ich hatte gar nicht drauf geklickt, so, da seht ihr auch, man kann auch nicht viel ändern, kriegt eine schöne Stütze dazu, wenn man ihn abkoppelt, sah wie gesagt texturmäßig gut aus, transportmäßig für die Breite, ist auch einigermaßen vernünftig zu transportieren, also schon mal ganz ordentlich. So, wir laufen jetzt mal hier an unserem schon gegüllten Part vorbei und auch an dem gemisteten Part vorbei. Aber irgendwie müssen wir hier rüber, weil da steht der Kollege mit der nächsten Mod. Genau, hier sehen wir es nämlich schon. Hier sehen wir, das läuft unter Lizard, auch hier schön das Logo gesetzt. Ne? Lizard.net, ob die Adresse existiert oder nicht, weiß ich nicht mehr, muss ich zugestehen. 3500 TDS. Ja, hier gibt es das in verschiedensten Varianten. Man kann das also mit diesem Schlauch an der Seite hier kriegen, auch einfach nur auf Haken gehängt oder so wie hier jetzt zum Beispiel in einem richtigen Kasten gesetzt. Man kann auch hier hinten verschiedenste Anschlüsse kriegen. Man sieht hier oben schön Rundumleuchten, extra Beleuchtung dementsprechend dran, auch hier an der Seite der Kasten dran. Also das sieht schon mal sehr gut aus soweit. Ne? Und auch die Rundumleuchten, seht ihr, die funktionieren hier einwandfrei. Ne? Und auch die Blinker werden schön nach oben weitergegeben, finde ich also sehr gelungen. Deswegen zeige ich jetzt hier bei dem Güllefass auch tatsächlich mal den Blinker. Wenn ich das Ganze jetzt anmache und Hilfe drücke, dann fragt er sich, was er machen soll anscheinend. Sah irgendwie nicht so aus, als hätte er wirklich viel gemacht. Ich gucke aber mal. Vielleicht ist hier nur ein Animationsfehler da. Ich muss ja nur gucken, weil hier war es definitiv nicht. Na, einmal das aus, bitte. Ja, er hat es auf jeden Fall gedüngt. Wo die Animation gewesen ist und woran es lag, dass sie nicht da war, muss ich zugestehen, weiß ich so auf Anhieb jetzt gerade gar nicht. Da muss man echt mal gucken, was da ist oder warum das so ist. Das ist eine andere Geschichte wieder, ne? So, ja, im Shop gucken natürlich. Erstmal machen wir ihn hier wieder aus, steigen aus, ne? Aussteigen brauchen wir gar nicht unbedingt. Wir gucken einmal hier bei Güllefässer, gehen ganz ans Ende, da sehen wir ihn, 19.500 für fast 16.000 Liter, ne? Bei 12,80 Meter Arbeitsbreite,
Wenn wir das mit anderen vergleichen, der kostet schon 8.000 Liter, 9 Meter Arbeitsbreite, 23.000, ist das natürlich ein ultimatives Schnäppchen. Wenn wir jetzt hier die verschiedenen Möglichkeiten sehen, dann sehen wir selber Designfarbe, das ist der Schlauch. Ich mache den jetzt mal in der Extremfarbe, dann seht ihr es gleich beim Einblenden. Wir können die Hauptfarben hier dementsprechend auch auf Weiß enden, Felgenfarbe, auf Dunkel, wie wir wollen. Wir haben hier Reifenvarianten, die wir durchwählen können, dadurch auch den Reifenhersteller. Wir haben auch Michelin und Trelleborg hier mit am Start, Nokian, also sind schon einige dabei. Design, das ist halt der Schlauch, da seht ihr, das ist die Designfarbe, ne? Und da gibt es dann verschiedene Konfigurationen, wie die Anschlüsse gesetzt sind, ob beidseitig oder gar nicht, oder ne? Das seht ihr selber hier, werden Haken, Sachen, extra Kästen und sowas alles dann dran gebaut, hier oben die Sachen umgesetzt. Also wie gesagt, da gibt es ein paar Möglichkeiten, neben der zusätzlichen noch Beschilderung und auch das System, wie man halt das Ganze von sich geben möchte. Ne? Ne, hier kann sogar noch Injektor angebracht werden. Also, wie gesagt, da wird schon sehr viel geboten. Da hat man sehr, sehr viele Möglichkeiten. Ne? So, ja, haben wir den auch gesehen. Ich würde sagen, wir hüpfen mal und kommen hier auf den Parkplatz, weil da stehen die beiden anderen Mods und das sind diesmal beides Fahrzeuge. Einmal haben wir LKW, das läuft auch unter Lizard. Lizard 111 und Lizard 141 sind, ich sag mal, LKW ist mal ein bisschen andere Art. Ich finde, sie sehen aber trotzdem nicht schlecht aus, ne? Also durchaus schon ansprechend. Mal ein bisschen anderes Design. Ne? Vor allem die Front, die man hier vorne sieht. Aber ich finde es schon schön. Also die beiden unterscheiden sich darum, dass das eine ein Dreiachser ist und das andere ist ein Zweiachser. Man sieht das hier dementsprechend auch. Es gibt hier geschlossene Fender für. Es gibt aber auch offene Fender. Das seht ihr dementsprechend hier. Als Beispiel, ne, es gibt auch verschiedene Farben, habe ich mal dargestellt. Und ich würde sagen, ich gucke mal zuerst im Shop mit euch. Ne, da sehen wir sie hier ganz am Ende. Also der eine, ne, kostet ein bisschen weniger. Da seht ihr es selber, das ist der 111er. Den gibt es auch mit höheren Motorspezifikationen, wie ihr hier seht. Man kann die Reifenvarianten kriegen, auch andere Radkappengeschichten und sowas dann da drauf kriegen. Ne, man hat das Grunddesign, was man halt dann hier ändert mit Schmutzfänger, ohne Schmutzfänger. Ne, seht ihr hinten den Schmutzfänger noch extra. Und das Design an sich, also hier gibt es halt, ne, Frontstoßstangengeschichten anders, hier unten noch, ne, den Schutzpart vor. Also das gibt es also in verschiedensten Versionen, je nachdem wie man es haben möchte. Zusätzlich auch mit den Farben. Ne. Ihr seht also einmal, dass das Hauptfarbe ist, das Grundgehäuse, die Felgenfarbe ist auch klar. Und die Designfarbe, das sind hinten die Bleche dementsprechend. Ja. Ja, und die Variante bei dem LKS, der langen Version, ist im Prinzip genauso. Hier haben wir auch verschiedene Motorgrößen dementsprechend. Reifenvarianten sind das gleiche. Auch die Design-Schmutzfänger-Varianten und vorne der Designpart ist auch das gleiche und auch die Farbverteilung ist gleich. Hier ist allerdings so, dass bei der Variante mit hinten zwei Achsen halt nicht geschlossen ist, dass es offen bleibt. So, ja, ich hüpfe einfach mal in einem rein. Welcher ist im Prinzip egal? Da haben wir ihn schon. Wir sehen, ganz normaler Lichttest funktioniert. Hinten auch eine kleine Arbeitsleuchte, ist also noch prächtig. Wir haben Blinker links, rechts. Auch das sieht gut aus. Wir gehen in den Innenbereich. Spartanisch einfach, aber ne, hinten mit Gardine umzu sozusagen. Und ihr seht, wir haben hier im Innenbereich auch eine kleine Leuchte, die angeht. Wenn wir den Motor an sich anmachen, dann sehen wir einmal, dass die Lämpchen drüben einmal angehen. Und man sieht auch, dass die blaue Lampe nochmal, ne, die unten links in dem Sechserblock, nochmal extra das Licht anschalten signalisiert. Ne? Also das passt dementsprechend schon. Wir haben jetzt hier an Zusatzfunktionen weiter nichts. Es ist halt ein normaler LKW in Anführungsstrichen. Und ich würde sagen, es bleibt hier noch einmal die Runde zu drehen. Ne, Rückfallleuchten hat er, Bremsleuchten hat er, alles soweit dran. Also, um noch letztes Mal nochmal auf den Preis zu gucken, natürlich ein Schnäppchenpreis für den Bereich. Ne? Also, wer mit LKWs arbeiten möchte, mit Auflegern arbeiten möchte, durchaus eine günstige und auch gut aussehende Alternative, finde ich. Klassisch gehalten, aber gut gemacht. Ne? So muss man es einfach ausdrücken.
So, dann kommen wir zur letzten Mod für heute. Das ist ein Mehrteiler. Da bin ich technisch mir bei ein, zwei Sachen nicht ganz sicher. Hier ist natürlich klar, die beiden Varianten sehen sich nur ähnlich aus, sind im Prinzip aber die gleichen Geräte. Das ist einmal die Same-Edition und einmal die Lamborghini-Variante. Ne? Gehört halt alles in einen Topf sozusagen. Ne? Genau wie wir jetzt hier die Same-Variante haben. Hier einmal den, habe ich natürlich jetzt schlau gemacht, ne? Einmal haben wir hier den Frutetto und einmal Vignetto, glaube ich. Ich will jetzt nichts Falsches sagen. Nee, Vigeron, so heißt er. Punkt an der Geschichte. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, wie die sich unterscheiden technisch. Die Felgenfarbe habe ich jetzt gemacht. Das hat da nichts mit zu tun. Aber die optischen Einstellungen sonst sind gleich und auch die Reifenunterschiede, auch die sind bei beiden einstellbar. Also auch das ist nicht unbedingt direkt so auf meinem Mist gewachsen, sag ich mal so. Ne? Wir haben jetzt hier bei dem innenausstattungsmäßig, ne, wenn wir normal Licht anmachen, ist hier nicht so super viel. Sonst, wenn wir, ne, wir haben Zeigerreaktion, aber keine Lichtreaktion. Wir haben hier noch einen freundlichen Hebel, der sich noch bewegt. Ich werde in der Außenansicht hier nochmal den Lichtpart machen. Ne? Wir haben einfach Licht an, Licht aus. Auch hinten. Wir haben dann die Blinker hinten. Keine Blinker vorne. Ne? Und, aber das hängt ist immer mal landesspezifisch, was wo wie ist. Und wir haben die Rundumleuchte. Sonst habe ich jetzt so keinen Unterschied gefunden. Auch wenn man sich das Cockpit so anguckt. Der eine hat das Cockpit vielleicht ein kleines bisschen anders sitzen. Ne? Also wenn ihr jetzt hier guckt und die Lampen anguckt. Und ihr guckt hier rein, da seht ihr einmal sitzen die außen, einmal sitzen die innen. Ist es denn echt so? Haben die sonst irgendwelche Unterschiede? Also wäre schön, wenn ihr mir da im Kommentar, also ich habe das so auf Anhieb nichts zu gefunden, muss ich zugestehen. Wenn ihr im Kommentarbereich dann auch Informationen zu habt, hätte was. Ich gehe jetzt noch einmal hier rüber, weil ich sollte hier vielleicht nochmal das Licht ausmachen. Ich kann auch gleich hier sitzen bleiben. Technisch zeige ich die gleich alle zusammen noch einmal. Wenn ich die beiden hier durch habe und wir zu den anderen beiden kommen, zeige ich die dazwischen noch mal im Shop. Aber erstmal drehen wir mit dem hier mal eine Runde. Also super wendig sind sie nicht, ne? Für die Breite haben sie natürlich einen ziemlichen Radstand. Ich stelle ihn einfach mal wieder schön hier daneben. Ihr seht selber, Bremsleuchten hat er, Rückfahrleuchten hat er so keine. So, auch hier jetzt, wie gesagt, da können wir uns jetzt gucken. Ich habe jetzt hier einmal mit Frontlader, einmal ohne Frontlader das Ganze gemacht. Also so ein paar unterschiedliche Sachen, die die dementsprechend haben, auch felgentechnisch. Wir werden uns jetzt einfach mal in den Samen hier reinsetzen und hier auch mal den Lichttest dementsprechend durchziehen. Da seht ihr, ne, vorne, hinten in drei Stufen läuft das Ganze. Das funktioniert schon einwandfrei. Rundum leuchten gehen. Auch hier haben wir dann die Blinker dementsprechend für vorne und hinten auf beiden Seiten. Das läuft. Rundum leuchten hatte ich schon. Wir gehen in den Innenbereich. Wenn ich hier Licht anmache, seht ihr selber, passiert so nichts. Es sei denn, machen den Motor an. Dann sehen wir eine schöne, dezente Hintergrundbeleuchtung. Also nichts ultimativ Auffälliges, sondern schon was passt dementsprechend dann. Ne? Das ist soweit okay. Von der Innenausstattung her selber seht ihr, hier haben wir noch zusätzliche Steuerungsmöglichkeiten. So, das sowas ist aber was, was man von außen gucken sollte, weil wir können hier einmal links und rechts die Türen aufmachen, wenn wir beide Maustasten gedrückt halten. Und wenn wir das die mittlere Maustaste gedrückt halten, dann haben wir die Chance, es ist nur eine Funktion, durch eine Links-Rechts-Bewegung hinten das Fenster aufzumachen. Das ist natürlich dann bei dem anderen genau das gleiche. Ja, auch hier werden wir jetzt mal eine Runde drehen eben. Ja, Bremslichter gehen, Rückfahrleuchten. Hat er auch hier nicht. Ne? Funktioniert knackig gut. Ist also soweit von der Steuerung her und sowas alles super. Von den Texturen her sehen die eh gut aus. Also da kann man nichts zu sagen. Das ist alles okay. Auch alles auf dem aktuellen Stand. Auch bei dem hier natürlich. Ne? Da kann man echt nichts motzen. Ne? Auch hier, wie gesagt, also ich finde so,
nicht so viele Unterschiede. Die Frontladung, wie gesagt, so, das habe ich halt selber da geändert, weil zu den Einstellungen, wie das Ganze im Shop aussieht, da kommen wir nämlich jetzt zu. Wir gehen zu den kompakten. Da sehen wir einmal die kleinen hier, die kosten auch beide gleich viel. Ne? Ich mache einfach mal einen von denen auf, weil die Einstellungen sind gleich. Wir haben entweder 60, 75 PS, das sind die beiden Stufen. Wir können sagen Frontlader ja, nein. Und wir haben die Möglichkeit, Rundumleuchte zu setzen, links ja oder nein. Das ist schon alles. Und wir können die Felgenfarbe ändern. Deswegen hatte ich die bei dem einen draußen auf rot gemacht, aus Unterscheidungsgründen auch. Ihr werdet jetzt sehen, hier sind die gleichen Einstellungen. Das heißt, hier brauche ich nicht viel dran drehen. Dann haben wir den Explorer hier von Same. Da seht ihr auch, Felgenfarbe lässt sich ändern. Ne? Hätte ich also auch rot machen können, aber ich finde den Kontrast, ne, so mit Weiß oder Metall finde ich nicht so. Also da passt schon eher die klassische Farbgebung, sage ich mal so, finde ich. Ne? So, dann Befestigungsgeschichte haben wir vorne Gewicht oder Fronthydraulik zum Wählen. Wir haben Reifenhersteller Lizard. Ich weiß nicht, was das sein soll, aber ja, es sah komisch aus, deswegen habe ich es gelassen. Wir haben Breitreifen und auch Pflegebereifung drauf, neben der Standardgeschichte. Und wir können sagen, mit oder ohne Kotflügel vorne, die Fender hier vorne, die ihr seht. Wir können weiter runter scrollen, haben noch die Möglichkeit, den Frontanbau zu setzen. Können auch hier die PS-Variante zwischen 70, 80 und 90 PS wählen. Und die Rundumleuchte links, rechts oder beide. Das ist der ganze Trick. Das seht ihr, wenn ich hier drauf gehe, sind das hier die gleichen Einstellungen. Ne? Also da ist kein Unterschied sonst. Ne? Nur, dass die Motorausführung hier halt anders heißt, aber auch hier sind wir bei 70, 80 und 90 PS. Das ist es. Die Typenbezeichnung dafür wird immer schön hier im Türbereich noch mit geändert. Dann seht ihr dementsprechend, auch wenn ihr jetzt hier guckt, zum Beispiel, da ist die 90er-Variante und hier ist die gar keine, wahrscheinlich die Standard-Variante, deswegen steht es nicht drin. Ne? Also wie gesagt, hier steht aber auch die Typenbezeichnung dementsprechend immer noch drauf. Das ist alles soweit ganz ordentlich gemacht, kann man nicht anders sagen. Ja. So, ja, aber was soll ich sagen? Ich sage einfach mal, wir sind genau am Ende der Folge für heute. So schnell geht's. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Würde mich sehr freuen, wenn ihr auch morgen wieder mit dabei sein würdet. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst einen passenden Daumen da. Ich würde mich sehr über einen Teilen freuen und ein Abo wäre spitzenmäßig. Sage ich nochmal vielen, vielen Dank für die Unterstützung. Ja, und bis morgen.